Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern war zu vernehmen, dass bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der Vorsitzende der brandenburgischen CDU verlautbaren ließ, man wolle ein Jahrzehnt der Investitionen einleiten. Gleiches wiederholte heute der Abgeordnete Vogelsänger. Nicht nur, dass schlicht und ergreifend negiert wird, dass im vergangenen Jahr ca. 1,4 Milliarden Euro in Straßen, Schulen, Kitas, Feuerwehren und Sportstätten im Land Brandenburg investiert worden sind, so ein Satz lässt einige Fragezeichen zurück. Schlechterdings könnte gemeint sein, die Abkehr von einer soliden und seriösen Haushalts- und Finanzpolitik des Landes sei eingeleitet. Bestenfalls ist gemeint, die neue Koalition hat erkannt, dass eine Abkehr vom Dogma der schwarzen Null dringend geboten ist. Und das wäre ja schon mal was. Galten noch in der vergangenen Legislatur die Vertreter der brandenburgischen CDU und der brandenburgischen Grünen als die härtesten Verfechter einer konsequenten Schuldenbremse. Ich zitiere mal aus einer gemeinsamen Presseerklärung vom damaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen Axel Vogel und dem finanzpolitischen Sprecher der CDU Steven Breetz. Zitat Axel Vogel. Landesregierungen können der Versuchung, auf kreativen Wege neue Schulden anzuhäufen, oft nur schwer widerstehen. Zitat Ende. Wenn man sich den heutigen Gesetzentwurf zum Sondervermögen ansieht, ist das quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und Herr Breetz ließ damals verlauten, ich zitiere, die Schuldenbremse soll die Bürger vor einer Politik schützen, die Aufgaben nur zulasten künftiger Generationen zu lösen vermag. Auch wenn 2020 die Schuldenbremse in ganz Deutschland kommt, halten wir es für notwendig, das Verbot neuer Schulden schon heute in der Brandenburger Verfassung zu verankern. Zitat Ende. Ich bin ja der Letzte, der einem Menschen keinen Lernprozess zubilligt. Im Gegenteil. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind uns doch einig, dass es weiterhin einen großen Investitionsbedarf für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Verkehrsbereich, in der digitalen Infrastruktur, in Bildung und Pflege sowie in der kommunalen Infrastruktur gibt. Insofern verstehe ich durchaus das Problem der neuen Regierungskoalition. Doch das in unseren Augen zurzeit nicht notwendige Instrument der kreditfinanzierten Bildung eines Sondervermögens ist nicht zielführend. Bei 2 Milliarden in der Rücklage des Landes werden eine weitere Milliarde neuer Schulden zurzeit einfach nicht benötigt. Es sei denn, man will ungedeckte Mehrausgaben im konsumtiven Bereich finanzieren. Der vorliegende Gesetzentwurf ist erkennbar mit der heißen Nadel gestrickt und beinhaltet unter anderem unklare Rechtsbegriffe. Zielführender wäre die Abschaffung der Schuldenbremse und die konsequente Abkehr vom Dogma der schwarzen Null. Deshalb wollen wir die Schuldenbremse generell kippen und Nettoinvestitionen durch Kreditfinanzierung grundsätzlich wieder erlauben. Und wir sind dabei nicht mehr allein. Die Grünen haben am vergangenen Wochenende auf ihrem Bundesparteitag, wenn auch mit knapper Mehrheit, die Streichung der Schuldenbremse beschlossen. Ehemaliger Befürworter der Schuldenbremse, wie der Professor Dr. Michael Hütter vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln e.V., findet mittlerweile, dass die Schuldenbremse eine falsche Fiskalregel am falschen Platz ist. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie fordern mittlerweile ein milliardenschweres Investitionsprogramm, das der Staat vornehmlich über Kredite finanzieren soll. Deshalb, sehr verehrte Damen und Herren der Regierungskoalition, stimmen Sie der Überweisung unseres Antrags in den Haushalts- und Finanzausschuss zu und lassen Sie uns dort gemeinsam und mit entsprechender Expertise beraten, inwieweit die Schuldenbremse reformiert werden kann, damit sie keine dauerhafte Investitionsbremse ist. Und wir freuen uns ausdrücklich, dass die Grünen heute hier angekündigt haben, diesem Überweisungsantrag zuzustimmen. Herzlichen Dank. Applaus